Wir hatten eine super Zusammenarbeit schon in der Zentrale bei euch. Das war die Öffnungsveranstaltung. Und jetzt sind wir schon mittendrin im normalen Geschehen. Ich finde das toll, das Thema Respekt in der Arbeitswelt. Ja, ist ja bitter notwendig, wenn Leiharbeiter bezahlt werden für gleiche Arbeit zu einem völlig niedrigen Lohn, dann ist das respektlos. Wenn Jugendliche noch nie in einem festen Arbeitsverhältnis waren, dann ist es ebenfalls respektlos. Hat jemand von Ihnen vergangenen Donnerstag im ZDF Aktenzeichen XY gesehen? Auf jeden Fall gab es da einen Fall von einem farbigen Mitbürger, der in Hamburg von NPD-Chargen fast erschlagen worden ist. Und ich habe diese Sendung gesehen und das ging mir total unter die Haut, obwohl ich gewusst habe, das ist nachgestellt. Das ist eine wahre Begebenheit, aber die ganze Sache ist nachgestellt worden. Warum laden wir dazu nicht eine Botschafterin von uns ein, die in diesem Film mitgespielt hat? Deshalb freue ich mich total, dass Liz Buffo heute zu uns gekommen ist. Jeder Mensch ist das, was er ist, und ich finde es toll, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Es ist nur eine Bereicherung, wenn der eine aus Indien kommt, ich bin aus Afrika. Man kann ja eigentlich nur miteinander gewinnen und sich weiterbilden. Ich hoffe, dass durch dieses Buch und durch diese Aktion halt, dass man offener wird füreinander und miteinander kommuniziert, im Dialog ist und nicht im Monolog ist. Für mich ist Respekt, dass man sich gegenseitig achtet, gut miteinander umgeht, sich zuhört, kommuniziert. Das ist für mich eigentlich Respekt, sich zu achten, ja.